Die Zeit, die man damit verbringt, nach benötigten Gegenständen zu suchen oder sie zu organisieren, könnte man stattdessen mit seinen Liebsten verbringen, sich um sich selbst kümmern oder einfach nur entspannen. Hallo von minimalismus.ch mit Inspirationen zum leichten und einfachen Leben. In der Beschreibung findest du nützliche Links wie etwa Zugang zu meiner Zähl- und Inventar-Web-App oder meinem Minimalismus-Buch aus der Dummies-Reihe mit dem Arbeitsheft. Viele Menschen sind sich des Zusammenhangs zwischen Unordnung und psychischer Gesundheit nicht bewusst. Welche Auswirkungen hat die Unordnung oder das zu viel auf die psychische Gesundheit? Auch wenn die Anhäufung von ein paar zusätzlichen Besitztümern keine große Sache zu sein scheint, kann Unordnung tatsächlich negative Auswirkungen auf unsere psychische Gesundheit haben. Aber was ist Unordnung eigentlich? Warum haben wir sie und was macht sie mit uns? Was sagt die Wissenschaft in diesem Video? Lass uns zuerst den Begriff Unordnung klären. Was ist Unordnung? Das Wort Unordnung bezieht sich auf Gegenstände, die in ungeordneter Weise verstreut sind oder, und jetzt halte dich fest, Gegenstände, die Menschen in ihrem Zuhause anhäufen und nicht unbedingt benutzen, aber trotzdem aufbewahren. Wenn du eine der folgenden Fragen mit Ja beantworten kannst, hast du wahrscheinlich ein gewisses Maß an Unordnung in deiner Wohnung. Besitzt du etwas, das du nie benutzt oder nicht mehr brauchst, wie Kleidung, die nicht mehr passt oder alte elektronische Geräte? Hast du eine Gerümpelschublade mit Dingen, von denen du glaubst, dass du sie vielleicht noch brauchen kannst, obwohl du sie aber nie benutzt? Ertappst du dich dabei, dass du neue Gegenstände kaufst, um die zu ersetzen, die du in deinem Haus verloren hast oder nicht mehr weißt, dass du sie hast? Hast du Angst, Gäste zu empfangen, weil dein Zuhause unordentlich ist? Oder gibt es Problemzonen, wo du die Tür nicht mehr richtig öffnen kannst, weil alles voll ist? Und so weiter. Unordnung kann übrigens auch digital sein. Vielleicht kommst du nie dazu, dein E-Mail-Postfach zu entrümpeln oder die Dokumente auf deinem Laptop zu ordnen. Allein der Blick auf die Menge der Dateien auf deinem Computer könnte dich überfordern. Warum haben Menschen Unordnung? Während manche es auf Faulheit schieben, gibt es tatsächlich eine zugrunde liegende Psychologie des Durcheinanders, die die Menschen davon abhält, aufzuräumen. Mögliche Gründe? Überwältigung. Sie fühlen sich überwältigt. Es ist oft eine riesige Aufgabe, Dinge loszuwerden, was sowohl körperlich als auch geistig anstrengend sein kann. Kurzfristig ist es einfacher, alles so zu belassen, wie es ist. Visuelle To-Dos. Die Gegenstände erinnern an wichtige Dinge. Menschen behalten Kleidung, die ihnen nicht mehr passt, weil sie hoffen, Gewicht zu verlieren. Sie bewahren alte Prospekte für Kreuzfahrten auf, weil sie gerne verreisen möchten. Sentimentalität. Gegenstände haben einen sentimentalen Wert. Menschen bewahren Gegenstände aus ihrer Kindheit auf, die sie mit schönen Erinnerungen verbinden. Wenn ein geliebter Mensch verstorben ist, fällt es oft schwer, seine Besitztümer aufzulösen. Dazu gibt es eine Studie. Link in der Beschreibung. Angst. Menschen haben oft Angst und Schuldgefühle, wenn sie etwas wegwerfen. Vor allem, wenn der Gegenstand einen sentimentalen Wert hat. Auch die Vorstellung, etwas nicht mehr zurückzubekommen, wenn man es einmal losgeworden ist, kann beängstigend sein. Was ist, wenn man es später doch noch braucht? Hier wirkt die Angst. Trost. Besitztümer, auch wenn man sie nicht benutzt, vermitteln oft ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit. Dies loszulassen kann schmerzhaft sein. Und das macht Unordnung alles mit dir. Auswirkungen von Unordnung auf die psychische Gesundheit mit wissenschaftlichen Belegen. Psyche. Unordnung hat offensichtliche Auswirkungen auf den physischen Raum, aber manche Menschen sind sich nicht bewusst, dass Unordnung auch negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben kann. Natürlich ist nicht jeder in gleicher Weise von Unordnung betroffen. Jemand, der zu Perfektionismus neigt, fühlt sich durch Unordnung wahrscheinlich stärker gestresst. Aber wenn du dir bewusst machst, wie viel Unordnung du hast und ob du dadurch Stress empfindest, kannst du besser erkennen, ob es für dich eine Möglichkeit gibt, deinen physischen Raum zu verändern, um deine psychische Gesundheit zu verbessern.
erhöhter Stresspegel. Im Idealfall ist das eigene Zuhause ein Ort, an dem man sich ausruhen und entspannen kann. Unordnung kann dies jedoch erschweren. Eine Studie ergab, dass Menschen, die über mehr Unordnung in ihrer Wohnung berichteten, im Laufe des Tages höhere Werte des Stresshormons Cortisol aufwiesen als Menschen, die weniger Unordnung hatten. Link zur Studie in der Beschreibung. Konzentrationsschwierigkeiten. Unordnung kann tatsächlich ablenkend wirken. Unser Gehirn kann sich nur auf eine begrenzte Anzahl von Reizen gleichzeitig konzentrieren. Wenn wir also von Unordnung umgeben sind, wenn wir zum Beispiel versuchen, von zu Hause aus zu arbeiten, kann die Unordnung es uns erschweren, klar zu denken. Wissenschaftlich bestätigt, Link zur Studie ebenso in der Beschreibung. Aufschieberitis. Untersuchungen haben gezeigt, dass Menschen mit einem unordentlichen Zuhause dazu neigen, wichtige Aufgaben aufzuschieben. Vielleicht müssen sie sich durch Stapel von Papieren wühlen, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Oder sie haben so viele Stapel schmutziger Wäsche, dass sie sich überfordert fühlen, die Wäsche zu waschen. Beziehungsschwierigkeiten. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Ehepartner, Partner oder sogar Mitbewohner darüber streiten, ob die Sachen des anderen zu viel Platz beanspruchen oder nicht versorgt sind. Eine Beziehung kann zusätzlich belastet werden, wenn die Unordnung für die Person, mit der wir zusammenleben, ein Ärgernis ist. Wenn wir außerdem keine Freunde zu uns einladen, weil die Wohnung unordentlich ist, fühlen wir uns vielleicht sozial isoliert oder schämen uns. Impulsschwierigkeiten. In einer Studie wurde festgestellt, dass ein unordentliches Umfeld die Teilnehmer zu ungesundem Essverhalten veranlasste. Es sei schwieriger, seine Impulse zu kontrollieren, wenn das Umfeld stressig oder chaotisch ist. Ich kann von meiner Seite bestätigen, dass ich es bei vielen Coachings miterlebt habe, dass mit dem Minimalisieren im Außen es eine positive Wirkung auf das Gewicht am Körper hatte. Hinterlasse gerne einen Kommentar, wenn du Ähnliches erlebt hast. Link zu dieser Studie ebenso in der Beschreibung. Geringere Lebensqualität. Unordnung kann leicht zu einem fast ständigen Gefühl der Frustration führen, wenn man sich abmüht, tägliche Aufgaben zu erledigen. Die Zeit, die man damit verbringt, nach benötigten Gegenständen zu suchen oder sie zu organisieren, könnte man stattdessen mit seinen Liebsten verbringen, sich um sich selbst kümmern oder einfach nur entspannen. Eine Studie ergab, dass Unordnung, insbesondere bei älteren Erwachsenen, die allgemeine Lebenszufriedenheit verringert. Link zur Studie in der Beschreibung. Das waren wissenschaftliche Studien zur Unordnung. Wo hast du dich wiedererkannt? Wie hast du Unordnung dauerhaft gemeistert? Hinterlasse gerne einen Kommentar.